muss im Mittelpunkt stehen, sogar auf unserer Hochzeit. Du wirst dich sofort entschuldigen. Ich bin nur wegen Mama-Zeug gekommen. Komm ab nach Deutschland. Wenn du Rafik rauswirfst, dann bringe ich mich um. Aber vorher bringe ich mich um. Papa wollte in Kafir Karim beerdigt werden. Ihr werdet ihn hinbringen. Mama, Kafir Karim gehört zu Ramallah. Na und? Wenn wir um 4 losfahren, sind wir spätestens 5 Uhr da. Ja, und noch schneller geht's in den Knast. Mama, wir leben in Israel. Das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Euer Vater macht diese Reise in Würde. Entschuldige, Vater. Das Auto ist weg. Ja, und zwar dank dir. Darf sie einladen zur Kaffee? Ja, gerne. Nein, danke. Offensichtlich denkst du nur mit deinem Schwanz. Probleme? Mein Auto, er geht nicht. Wir fahren sie. Schlampe! Hier sind keine Terroristen. Das ist ein Missverständnis. Ihr seid israelische Agenten. Nein. Gebt es zu. Ja. Wo ist Auto? Da ist es. Vater! Die Leiche unseres Vaters war in dem Auto. Komm, Papa, wir fahren ein. Kein Auto, kein Geld, keine Papiere. Hallo? Wir machen uns langsam auf. Nein, keine Sorge. Alles ist bestens. Legt an! Ist das das Ende? Wartet! Wir haben den hier vergessen. Ich bin Munir. Nicht reden! Oh, Rafik, guten Morgen. Gibt's denn hier nur Vollidioten? Fass mich nicht an! Hier gibt's 3 verschiedene Gruppen. Die allerbrutalsten von denen sind die vom Islamischen Dschihad. Willkommen beim Regiment des Islamischen Dschihad.